Soyez les bienvenus, Xenius. Hallo, herzlich willkommen in unserer Sendung heute aus dem atemberaubenden und ohrenbetäubenden Mailand. Ja, Mailand ist Italiens Kultur-, Mode-, Medienmetropole, die Industriestadt Nummer 1. Und sie macht natürlich Krach. Keine andere Stadt ist lauter in Bella Italia als Mailand. Jede Stadt hat ihren Soundtrack. Und so sind Blechlawinen, Flugzeuge, Baustellenlärm unsere ständigen Begleiter. Ja, und dieser Krach strapaziert uns. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation belegt, die Lärmbelastung erhöht auf Dauer das Risiko für Herzinfarkte, Migräne, Allergien und verursacht Stress und Schlafstörungen. Ah, also so ein bisschen von dem Stress merke ich jetzt schon, wo wir hier eine Weile stehen. Wie krank macht denn Lärm und wie lässt er sich reduzieren? Das wollen wir heute wissen. Wir können uns ja Lärm nur schwerlich entziehen und unsere Ohren reagieren sehr empfindlich auf Krach. Denn die Augen können wir schließen, die Ohren nicht. Geile Party, laute Musik, schlecht für die Ohren. Startender Flieger, dröhnende Motoren, auch nicht gut. Immer wieder muss unser Gehör heftigen Lärm aushalten, ohrenbetäubenden Lärm. Lärm, der auf Dauer Spuren hinterlässt. Warnsignale für eine mögliche Lärmschädigung sind eine starke Hörabnahme, das Ohr ist vertäubt, und ein Ohrgeräusch, ein Tinnitus, ein Pfeifen, Klingeln. Und das sind Warnzeichen, die zeigen, das Ohr hat jetzt zu viel abbekommen. Lärm ist ein Faktor, der unser Hörvermögen gefährdet. Gleich hinter dem Trommelfell liegt das Mittelohr. Hier setzen ankommende Schallwellen die filigranen Gehörknöchelchen in Bewegung. Dem Hörvermögen drohen bleibende Schäden, warnt Professor Thomas Lenartz vom Deutschen Hörzentrum in Hannover. Was passiert genau, wenn Krach in unser Ohr dringt? Die Knöchelchen im Mittelohr übertragen Schallwellen auf das Innenohr. Hier sitzt die Hörschnecke, eine Art aufgerollter Schlauch. Durch dieses empfindliche Organ rasen die Schallimpulse als kleine Wellen, denn die Hörschnecke ist mit Flüssigkeit gefüllt. Die Wellen übertragen das Signal schließlich auf die sogenannten Haarzellen. Durch die Wellenbewegungen biegen sich deren winzig kleine Härchen. Die Haarzelle wird erregt. Sie gibt einen Botenstoff ab, der im Hörnerv elektrische Signale erzeugt. Und die verarbeitet unser Gehirn schließlich zum Höreindruck. Ein hochempfindliches System. Wir können Sinneszellen nicht reparieren. Der Körper stellt keine neuen her. Und wir können auch von außen keine neuen einpflanzen. Was dann kaputt ist, bleibt auch kaputt. Je lauter der Lärm, desto gefährlicher. Alles über 85 Dezibel ist eine Attacke auf unser Gehör. Dann ist es so, dass diese Sinneszellen ihre Funktionen momentan herunterfahren. Wenn der Schaden nicht zu groß ist, erholt sich das wieder und die Sinneszellen funktionieren wieder normal. Wenn er zu groß ist, dann bleibt ein Dauerschaden zurück. Schon an einer Hauptverkehrsstraße dröhnen oft 90 Dezibel, manchmal auch noch mehr. Ist das Ohr durch solch extremen Lärm erstmal geschädigt, ist die Schwerhörigkeit fast unausweichlich. Jede weitere Lärmbelastung, auch geringerer Art, wird dazu führen, dass der Hörschaden zunimmt. Das bedeutet in der Regel, dass die hohen Töne am Anfang nicht mehr richtig gehört werden. Es klingt alles dumpfer. Es ist weniger scharf, ich kann bestimmte Teile der Sprache nicht mehr richtig erkennen. Und je weiter das fortschreitet, umso stärker ist diese Auswirkung auf das Sprachverstehen. Das Tückische? Unser Gehör gewöhnt sich auf Dauer an Lärm, indem es allmählich schwindet. Unsere Ohren leiden still. Ja, wie die Stadt Mailand mit Hilfe der Wissenschaft mit ihrem Lärm umgeht, das werden wir gleich hier an der Universität Milano Bicocca erfahren von unserem Experten Giovanni Sambon. Er ist Professor für Akustik und hört uns vielleicht schon kommen. Professore Sambon, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ist das Ihr mobiles Akustiklabor? Genau, das ist ein mobiles Messgerät für Lärm. Hier haben wir ein Mikrofon, das den Lärm misst, und ein Gerät, das die Daten direkt speichert. Im Film haben wir gesehen, dass der Verkehrslärm in der Stadt manchmal kritische Werte erreicht. Wo ist es denn in Mailand am lautesten? Es gibt einige laute Orte in Mailand. Vor allem in der Nähe von Hauptverkehrsadern wird es manchmal zu laut. Nicht weit von uns befindet sich zum Beispiel die Via Melchiorre Gioia. Das ist eine Straße mit Büros, aber auch mit vielen Bars und Clubs. Vor allem nachts wird hier die Lärmgrenze von 55 Dezibel locker mal um 10 bis 12 Dezibel überschritten. Welches ist denn die Hauptquelle für Lärm in der Stadt? Auf jeden Fall der Verkehr. Jeden Tag fahren über 1 Million Autos nach Mailand rein und wieder raus. Und die Stadt ist bekannt für ihr attraktives Nachtleben. Die vielen Bars, Cafés und Theater ziehen vor allem abends Leute an. Hier ist richtig was los. Hinzu kommt noch, dass Autos tagsüber in Mailand nur beschränkten Zugang zum Stadtzentrum haben. Eine Maßnahme zur Regelung des Berufsverkehrs. Abends gilt diese Beschränkung nicht. Ab 19.30 Uhr und am Wochenende darf jeder mit dem Auto ins Zentrum fahren. Deshalb ist Mailand nachts sogar eher lauter als tagsüber. Wie kann der Lärm in der Stadt reduziert werden? Die beste Maßnahme gegen Lärm sind Schallbarrieren. Die sind für die Stadt aber eher ungeeignet, weil sie viel Platz wegnehmen und ziemlich hässlich sind. Die werden höchstens außerhalb eingesetzt, zum Beispiel an Autobahnen. Deshalb ist es Aufgabe der Wissenschaft, innovative Systeme und Technologien gegen den Lärm in der Stadt zu entwickeln. Eine Idee ist schallabsorbierender Asphalt, auch Flüsterasphalt genannt. Wir testen gerade eine neue Variante hier in Mailand. Der herkömmliche Flüsterasphalt hat eine offenporige Struktur. Er besteht zu einem Viertel aus Hohlräumen. Dadurch kann er nicht nur Regenwasser, sondern auch Schall absorbieren. In unserem Fall wurde dem Bindemittel Bitumen zusätzlich noch spezielles Gummi beigemischt. Das Gummi verstärkt die schalldämmende Wirkung. Er sorgt dafür, dass die Autos auch bei niedriger Geschwindigkeit, sagen wir 50 Stundenkilometer, das ist die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit in Städten, weniger Lärm auf den Straßen produzieren. Ja, wir wollen natürlich gleich diesen Flüsterasphalt auf die Probe stellen mit unserem Xenius-Bus. Aber vorher wollen wir uns erstmal anschauen, wie nächtlicher Radau unseren Schlaf beeinträchtigen kann. An den Lärm gewöhnt man sich schon. Diesen Spruch hört man besonders oft von Menschen, die nicht gerade leise wohnen. Ob und wie weit das wirklich so ist, wird hier im Schlaflabor der Uni in Dortmund untersucht. Testschläfer sind zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten ganz alltäglichem Umgebungslärm ausgesetzt. Ich dachte auch, ich bin total lärmunempfindlich. Aber als ich dann hier hinkam, muss ich dann leider feststellen, dass es doch was anderes war. Der Lärm war doch ziemlich stark. Und ja, deswegen habe ich mich doch ziemlich gestört gefühlt in der Nacht dadurch. Die Wissenschaftler können zeigen, wie stark Schlafende auf Lärmreize reagieren, selbst wenn sie sich scheinbar an den Lärm gewöhnt haben. Das ist keine Gewöhnung in dem Sinne, dass sie überhaupt nicht mehr reagieren, sondern wenn sie den Schlaf analysieren, so wie wir das machen, mit polysomnographischen Aufzeichnungen, wo wir also die Hirnströme aufzeichnen, da können wir dann sehen, dass diese Leute durchaus keine Schlafqualität haben, die vergleichbar ist mit der, die sie in Ruhe hätten. Über mehrere Wochen sind die Probanden hier in Schlaf- und Wachschichten eingeteilt. Die Schlafenden werden dabei mit ganz gewöhnlichem Straßen-, Schienen- und Fluglärm beschallt. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich ziemlich schlapp wäre, dass ich halt doch eigentlich ziemlich müde bin, aber gar nicht einschlafen kann, weil dieser Lärm halt immer in meinem Kopf so gepocht hat.
Und das hat sich dann auch nachher dann am nächsten Morgen ausgewirkt. Ich war einfach nur schlapp und fertig. Und also der Lärm, der hat mich echt schon ein bisschen runtergezogen. Schon ab einem Lärmpegel von 33 Dezibel, ein sehr fern vorbeifahrendes Auto, wachen einige Teilnehmer auf. Aber auch die, die durchschlafen, bleiben vom Lärm nicht verschont. Zunächst mal haben wir natürlich die primären Schlafstörungen, eine Reduktion der Tiefschlafphasen. Zum anderen haben wir aber auch Reaktionen des Herz-Kreislauf-Systems. Wir haben eine Zunahme der Herzschlagfrequenz. Wir haben geringe Zunahmen des Blutdrucks. Also der Lärm wirkt sich durchaus global auf den ganzen Körper aus. Untersuchungen belegen ganz eindeutig, je größer der Lärmpegel, desto stärker zum Beispiel der Blutdruckanstieg. Geräusche, die einen schnell ansteigenden Lärmpegel haben und die für uns im Alltag eine Signalfunktion haben, wirken dabei besonders störend. Auch die Folgen für die Konzentration werden untersucht. Für die Studienteilnehmer ist ganz klar, Lärm stört den Schlaf gehörig. Ich glaube schon eher, dass ich später in einer ruhigeren Wohngegend wohnen werde. Und dass das dann na, wahrscheinlich besser ist und auch gesünder wahrscheinlich. Denn an Lärm gewöhnt man sich nur scheinbar. Der Körper reagiert, auch im Schlaf. Und das kann auf Dauer krank machen. Sie sagten vorhin, dass Mailand vor allem nachts ziemlich laut ist. Werden die festgelegten Lärmgrenzen oft überschritten? Ja, das passiert leider ziemlich häufig. Die WHO hat festgelegt, dass 55 Dezibel nicht überschritten werden dürfen. In Mailand erreichen wir aber oft Pegel von 65 oder sogar 70 Dezibel. Dann hoffen wir mal, dass dieser Flüsterasphalt hält, was er verspricht, damit die Mailänder nicht krank vor Lärm werden. Ja, das werden wir gleich sehen. Wir fahren los und testen den. So, der Pierre wird jetzt mit dem Wissensmobil den Flüsterasphalt befahren und wir wollen messen, wie leise dieser magische Asphalt wirklich ist. Pierre ist startklar und wird jetzt gleich mit 50 km/h an uns vorbeifahren. Mal schauen, wie viel Krach er dabei macht. Alles klar. Okay, alle, Pierre. So, jetzt. Mhm. 69 Dezibel, das war der Höchstwert. Hat dieser Wunderasphalt denn auch Nachteile? Ja, er ist ein bisschen teurer als die anderen, aber nicht viel. Im Gegenzug ist er dafür länger haltbar. Das heißt, er kostet zwar 30-40% mehr, aber hält auch doppelt so lang. Er muss also viel seltener erneuert werden und lässt sich dazu noch einfach instand halten und reinigen. Und jetzt wollen wir mal den Effekt sehen auf einer herkömmlichen Straße. Deswegen schauen wir mal an, wie laut das Mobil auf normalem Asphalt ist. Andiamo? Pierre ist wieder 50 Stundenkilometer gefahren. Aber diesmal haben wir einen Wert von 72 Dezibel. Das ist gut. Pierre war nur 3 Dezibel lauter? Ja, aber 3 Dezibel sind in der Akustik viel. 3 Dezibel bedeuten das Doppelte an Lärm. Nehmen wir zum Beispiel ein Stadion. 100.000 Personen machen Lärm. 50.000 machen 3 Dezibel weniger Lärm. Okay. Ach so, also war Pierre jetzt doppelt so laut? Ja, als wären 2 statt einem Auto gefahren. Auf dem Flüsterasphalt hätten also 2 Autos den gleichen Lärm erzeugt wie eins hier. Ja, wie viel leiser der Flüsterasphalt den Mailänder Verkehr genau macht, das können natürlich noch umfangreichere, präzisere Messungen zeigen. Laut kann übrigens nicht nur der Verkehr werden, sondern auch schöne Musik. Ja.
Feintuning für den guten Ton. Das Staatsorchester Braunschweig stimmt sich ein auf Wagners Lohengrin. Lärm. Wir machen ja gar keinen Lärm. Wir machen ja Musik. Das stört mich eigentlich nicht, muss ich sagen. Gerade bei den Flöten ist es ja so, dass man immer in Richtung Nachbar spielt. Das ist manchmal dann schon ein bisschen laut. Wenn es laute Stücke sind, zum Beispiel Wagner, dann kann es schon kräftig werden. Unser Kopf unterscheidet bei gleichem Lärmpegel zwischen schönen Klängen und unangenehmem Krach. Doch unseren Ohren ist das völlig egal. Laut ist laut. Und wenn es richtig laut ist, dann kommt es zu Hörschädigungen. Ein großes Risiko für Musiker, die häufig einem immensen Schallpegel ausgesetzt sind. In Braunschweig gibt es regelmäßig einen Hörtest. Der Posaunist Reinhard Feldmann weiß um die Sensibilität seiner Ohren. Vor 15 Jahren hatte er nach einer Probe einen Hörsturz. Noch heute hört er ein Dauerpfeifen. Tinnitus. Ich bin sehr angespannt, besonders bei dem Test auf dem rechten Ohr habe ich diesen einen hohen Ton, das ist nämlich ungefähr mein Tinnitus-Ton. Erstmal gar nicht gehört habe, überlegt, ist es der Tinnitus-Ton oder ist es der Ton aus dem Gerät? Und da war ich sehr verunsichert und wir haben auch gesehen auf der Kurve, dass es ziemlich spät, dass ich spät den richtigen Ton gehört habe. Die höheren Frequenzen bei 8 kHz, 6 kHz muss man etwas lauter stellen, damit Herr Feldmann die hört. Das heißt, da ist ein sogenannter Hochtonabfall da. Der durchaus auch durch eine durch hohe Schalldruckpegel, durch Lärm entstehen kann. Auch Musiker sollen seit kurzem ab 85 Dezibel einen Gehörschutz tragen. Doch auf Dauer fühlen sich die meisten damit unwohl. Vor ganz schwierigen, lauten Stellen im Orchester mache ich mir vor einen Vermerk in die Noten. Jetzt Gehörschutz rein und dann vielleicht 20 Takte mit dem Gehörschutz spielen, dann aber wieder raus, weil ich in dem Moment wirklich nicht optimal spielen kann. Inzwischen proben sie in einem größeren Raum mit schalldämpfenden Wandelementen. Und auch im engen Orchestergraben wird jetzt der Lärm gedämpft. Vor allen Dingen sind Durchlässigkeiten erzeugt worden. Also die, an den Stellen, wo Dächer über dem Graben sind, links und rechts zum Beispiel, sind jetzt Roste. Also das ist schalldurchlässig, es sind nur noch schwarzer Stoff. Aber der Schalldruck kann also heraus. Es geht nicht mehr in einer Kiste wie in einer Garage hin und her, sondern es ist dann weg. Und der Spieler hat also nicht nochmal den zurückkommenden Schall zu verdauen sozusagen. So wird Lohengrin in Braunschweig ein Genuss werden für die Ohren der Zuhörer und die der Musiker. Professor Samborn, ist Lärm nur ein Phänomen unserer Zeit oder gab es das Problem schon früher, im alten Rom zum Beispiel? Sie werden erstaunt sein. Auch im antiken Rom rumorte es. Es gibt Schriften von Cicero, wo er sich über den römischen Straßenlärm beschwert. Rom war eben damals schon eine laute Großstadt mit immerhin fast 1 Million Einwohnern. Vergleichbar mit Mailand heute. Wird man lärmtoleranter, wenn man immer in lauten Städten wohnt? Das ist auf jeden Fall so. Schon nach ein paar Monaten in lauter Umgebung nehmen wir den Lärm nicht mehr als störend wahr. Allerdings nur akustisch. Unser Körper ist davon trotzdem beeinträchtigt. Welche Technologien gegen Lärm sind am wirksamsten? Più efficaci contro il rumore? Parlando di ambito urbano, per cui rimanendo nella città. In der Stadt sind zurzeit die Flüsterasphalte sicher die beste Lösung. Zusätzlich arbeitet man auch an Reifen, die weniger Lärm produzieren. Einige Autohersteller bemühen sich sogar, leisere Motoren zu entwickeln. Das ist aber noch nicht besonders ausschlaggebend. Weil für die Firmen ja in allererster Linie die Stärke des Motors und die Qualität der Maschine entscheidend sind. Grazie, Professor Samborn. Prego. Ingenieure in Deutschland haben eine ganz besondere Strategie entwickelt, um gegen den Krach anzugehen. Sie bekämpfen Lärm mit noch mehr Lärm. Ein Spezialraum für Akustiktests an der TU Berlin.
ist die Geräuschkulisse aus einer Flugzeugkabine. Akustikingenieur André Jakob misst die Lärmbelastung am menschlichen Ohr. Denn ein kleiner Knopfdruck am Kopfhörer und der Krach nimmt höher und sichtbar ab. Kein Trick, reine Physik. Die Schallwellen des Flugzeuglärms treffen im Kopfhörer auf ein dazu passendes Gegengeräusch. Lärm und Gegenlärm überlagern sich wie Wellen aus Wasser und verebben zu einem leisen Rauschen. Besonders gut funktioniert das bei monotonen Geräuschen wie dem Dröhnen von Flugzeugtriebwerken oder Verkehrslärm. Darum will André Jakob das Verfahren nutzen, um Schallschutzfenster wirkungsvoller zu machen. Denn die haben bislang Probleme bei besonders tiefen Frequenzen. Zwischen den Scheiben dieses Doppelglasfensters hat er Mikrofone und Lautsprecher installiert. Das funktioniert nun so, indem wir den Schall messen mit diesen kleinen Mikrofonen, diese Signale an einen Computer geben, Gegenschall errechnen und über die Lautsprecher, die hier ebenfalls zwischen den Scheiben eingebaut sind, wieder abstrahlen. Eine Demonstration. Ohne Antischall dringt immer noch ein Großteil des Krachs durch das lärmschützende Doppelglasfenster. Mit Gegenschall? Der Lärmpegel fällt deutlich. 10 Dezibel weniger, das empfinden wir nur noch als halb so laut. Während das verbesserte Schallschutzfenster noch in der Entwicklung ist, wird Gegenlärm in der Autoindustrie schon genutzt. Hier kommt die Technologie direkt an der Hauptlärmquelle zum Einsatz, im Auspuff. In einer Esslinger Firma, einem großen Hersteller von Abgasanlagen, forschen Ingenieure intensiv für einen besseren Lärmschutz. Denn immer stärkere Motoren erfordern auch immer größere Schalldämpfer. Das bedeutet mehr teurer Edelstahl, höheres Gewicht und damit auch mehr Spritverbrauch. Also gingen die Ingenieure neue Wege. Statt den Schall, wie bisher, mechanisch zu dämpfen, nutzen sie Gegenschall. Eine kleine leichte Kugel, die an die Auspuffanlage angedockt ist, ersetzt so einen mehrere Kilo schweren, herkömmlichen Schalldämpfer. In der Kugel steckt ein Lautsprecher. Der überlagert und dämpft das Geräusch des Auspuffs. Im Prinzip ganz einfach. Das Hauptproblem der Ingenieure ist anderer Natur. Herkömmliche Lautsprecher würden das recht widrige Umfeld in der Abgasanlage nicht lange mitmachen. Es gibt sehr hohe Abgastemperaturen, bis 500 Grad Celsius zum Beispiel. Und natürlich auch Probleme wie Kondensat und aggressives Abgas. Deswegen haben wir einen speziellen Lautsprecher entwickelt, der dann vor allem von der Materialwahl auf dieses Umfeld abgestimmt wurde. Den rauen Bedingungen am Fahrzeugunterboden hält der Lautsprecher stand. Das haben zahlreiche Testkilometer bewiesen. Doch wie stark lässt sich der Auspufflärm durch Gegenschall tatsächlich dämpfen? Auf dem Rollenprüfstand soll das unter realistischen Fahrbedingungen getestet werden. Ungedämpft messen die Ingenieure Pegel von etwa 80 Dezibel. Dann mit Gegenschall deutlich leiser. Eine Minderung um knapp 20 Dezibel. Je größer das Fahrzeug, desto größer meist auch der Lärm. Darum arbeitet man in Esslingen auch verstärkt an einer Lösung für Lkw. Was sofort auffällt, der neue Gegenschallauspuff ist deutlich kleiner als das herkömmliche Modell. Und der Serienauspuff ist auch fast doppelt so schwer. Das ist ja eben der Vorteil dieser Aktivschalltechnologie, dass sie sehr effizient den Schall dämpft. Und die Folge davon ist, dass man kleinere Dämpfer bauen kann, die dann eben auch leichter sind und weniger Gegendruck haben. Angenehmer Nebeneffekt? Die neuen Auspuffanlagen haben dadurch einen geringeren Leistungsverlust. Der Kraftstoffverbrauch sinkt. Als Prototyp für ihre Lärmtests haben die Ingenieure einen Lkw gewählt, wie er typischerweise im städtischen Lieferverkehr eingesetzt wird. Ob fahrend oder im Leerlauf tuckernd, sein Geräusch nervt. Jetzt kommt's drauf an. Ohne und mit Gegenschall. Die Technik kann übrigens noch etwas anderes. Da sich einzelne Frequenzen gezielt ausschalten lassen, eignet sie sich ebenso für das Sounddesign. Aus einem Diesel wird auf Knopfdruck ein Sportwagen. Für den sportlichen Klang gibt es bei den Autobauern viel Nachfrage. Das System ist in Serie gegangen. An der Lärmminderung arbeiten die Esslinger Ingenieure noch weiter.
Also Dörte, wenn du d'accord bist, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, heute ausnahmsweise unser Xenius-Bus stehen zu lassen. Aha. Wir wollen ja nicht zu noch mehr Krach hier in Mailand beitragen, oder? Okay, überzeugt. Auto stehen lassen, schont Ohren und Umwelt. Genau, zwei gute Gründe, oder? Ist allerdings ein bisschen weit bis zur nächsten Sendung, das weißt du, Pierre, ne? Ja, aber schaffen wir ja schon, oder? Ja, ich sag besser schon mal Tschüss. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Oh, alla prossima. Das ist der Krieger. Du bist ja normalerweise die Sportliche. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La